Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Guckt euch nicht den Titel an. Wer den Titel versteht, also es ist natürlich eine Anspielung auf Hong, der in letzter Zeit so viele Videos gemacht hat mit schaut dieses Video unbedingt, bevor ihr Geschenke öffnet. Schaut dieses Video unbedingt vor 22 Uhr. Schaut dieses Video unbedingt vor 9 Uhr die ganze Zeit. Ich habe schon in meinen Streams am Montag, habe ich mich schon immer drüber lustig gemacht. Bin schon wieder halb am Ausflippen gewesen. Das kann doch nicht sein. Dann schreibt der Benjamin noch rein, hey, Hong hat wieder so ein Video hochgeladen. Schaut dieses Video und so weiter. Das fand ich so genial. Beziehungsweise so unkreativ, aber gleichzeitig auch schon wieder so lustig. Also mittlerweile ist das schon ein Spieletrend-Niveau, dem schon gar keine Titel mehr einfallen. Aber irgendwie hat es auch wieder was richtig Geniales. Und als ich das letzte Video gesehen habe von Hong mit 9 Uhr, weil ja heute auch die Ticketvergabe für die Liverpool-Safari-Zone ist. Und ich meine, der Inhalt passt ja trotzdem. Es sind ja wichtige Infos, sagen wir mal. Und das so zu verpacken und das so als Running Gag aufzuziehen, ist eigentlich schon eine lustige Sache. Er musste auch selber in seinem Video gestern einfach lachen. Er ist vorher eine Werbung abgespielt von so einem nackten Mann und dann plötzlich fängt das Video von Hong an und er kichert einfach wie ein kleines Schulmädchen und dann hat das so richtig gut zusammengepasst, aber er hat sich selbst darüber amüsiert, dass er wieder so ein Video macht oder schon wieder so einen Titel nutzt, so kam es zumindest rüber. Fand ich dann auch irgendwie lustig, fand ich sympathisch, aber wir haben heute noch mal kurz ein paar Infos, was jetzt so aufgetreten ist. Wir befinden uns nämlich direkt im Valentins-Event. Das Valentins-Event hat ja um 8 Uhr begonnen. Gestern Abend gab es noch eine kleine Meldung, die jetzt nichts mit dem Valentins-Event zu tun hat. Ich aber trotzdem interessant finde, Dataminer haben neue rote Eier im Code entdeckt. Es deutet alles darauf hin, dass Krypto-Pokémon aus ihnen schlüpfen werden. Schon wieder neue Eier, neben den grünen Zweier-Eiern, den orangen Fünfer-Eiern, den gelben 7-Kilometer-Eiern und den lilanen 10-Kilometer-Eiern gibt es dann also auch rote Eier, aus denen Krypto-Pokémon schlüpfen. Braucht man das? Reicht es nicht, dass man die Rocket Stops mit den Rüpeln hat und mit den Lidern, dass man da Krypto-Pokémon bekommen kann? Braucht man jetzt auch noch rote Eier? Wenn ihr wirklich auf der Suche seid nach bestimmten Eiern bei einem Event und wollt brüten und ihr kriegt jetzt also statt 3 verschiedene Eier, 4 verschiedene Eierformen hinterhergeschmissen, dann wird es ja noch schwerer, auf was Bestimmtes auszusehen. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Kilometer man dafür laufen muss. Wir hatten gestern schon eine richtige Diskussion. Ja, bestimmt so 15 Kilometer alles. Oder die können auch mal Eier machen, wo Legendäre rausschlüpfen mit 100 Kilometer oder so. Aber stellt euch vor, ihr geht an den Stop, ihr wollt einfach nur ein paar Eier drehen und plötzlich haut es euch da 100 Kilometer rein. Und ihr könnt die Eier ja nicht löschen. Ihr müsst dann 100 Kilometer mit diesem einen Ei laufen, um am Ende dann vielleicht ein Registeel zu bekommen, was ihr gar nicht braucht oder was ihr eh schon habt oder keine Ahnung. Das würde natürlich so viel irgendwo kaputt machen schon wieder. Das wünscht man sich eigentlich überhaupt nicht. Die Idee Legendäre aus Eiern ist ja irgendwie cool, aber ich meine, die kriegt ihr aus Raids, die kriegt ihr aus den Feldforschungsdurchbrüchen schon hinterhergeworfen. Also es gibt Raid Days dafür extra und was wollt ihr denn noch? Jetzt auch noch aus Eiern? Das fände ich ein bisschen übertrieben. Es geht ja aber um Krypto-Pokémon. Ob da einfach spezielle Krypto-Pokémon aus Eiern kommen, während alle anderen einfach an den Stops sitzen, das werden wir dann sehen. Das ist aber jetzt nicht weiter das Thema. Wir wollen nämlich heute nochmal kurz über das Valentins-Event reden. Es war nämlich die ganze Zeit große Diskussion im Raum mit Pandir. Pandir wird kommen, das Valentins-Pandir, das Shiny-Valentins-Pandir mit diesem gebrochenen Herz auf der Stirn. Da haben sich schon so viele Leute drauf gefreut. Und jetzt hat Go Games natürlich einen Artikel rausgehauen. Pokémon vergessen, Details zum Valentins-Event. Ah! Boah, jetzt riecht's aber hier. Der Adi hat gerade in der Küche gefressen. Jetzt kommt er hierher, schlägt sein Maul und alles riecht plötzlich so intensiv. Ich weiß nicht, was der für eine Sorte heute hatte. Ich dachte eigentlich, ja, Rind war es nicht. Rind ist nicht so aufdringlich. Muss ich nachher mal gucken, was ich ihm heute gegeben habe. Das ist auf jeden Fall richtig penetrant, Adi, ja?
Brauchst nicht wegrennen, bleib ruhig hier. So, da geht es nämlich darum, wo ist das Valentinspandier? Viele haben sich schon darauf gefreut. Valentinspandier mit Herz auf der Stirn, Shiny Pandier mit gebrochenem Herz. Hier seht ihr die Grafiken des Pandier, welches letztes Jahr zum Valentinstag in Pokémon Go veröffentlicht wurde. Damals wurde die Grafik auch schon von Krals im Code entdeckt. Und mittlerweile gab es ja schillernde Pandier, deswegen ist man so stark davon ausgegangen, dass auch das Shiny Pandier mit Herz veröffentlicht wird. Ist jetzt aber nicht, ist meiner Meinung nach nicht schlimm, denn ihr müsst ja eh schon Vonera brüten, ihr müsst schon Schnäre jagen, ihr müsst Schlurbraiden dann ab Samstag, dann auch noch Pandia-Quests lösen und das alles nur begrenzte Zeit, bis alles wieder weg ist, wäre ja noch stressiger, also ist nicht so schlimm, dass es jetzt nicht kam, aber gut, wenn es jetzt nicht kommt und würde nächstes Jahr kommen, da gibt es ja dann auch wieder tausend andere Sachen dabei, also stressig wird das sowieso. Jetzt gibt es aber noch keine Berichte, dass das überhaupt da ist. Jetzt vermissen sie alle natürlich das Pokémon. Was ist eure Meinung dazu? Habt ihr Shiny Pandia erwartet mit Herz dieses Jahr? Oder vermisst ihr das? Vermisst ihr das nicht? Braucht man das jetzt? Braucht man das nicht? Habt ihr die anderen Shiny Pandias schon alle bekommen? Gab es ja drei verschiedene Nummern bis jetzt, glaube ich. Das ist jetzt nicht dabei, obwohl viele drauf spekuliert haben. Aber wir haben natürlich nähere Infos zu den restlichen Sachen. Auch die Frage, ob Vonera nun wirklich nur aus 7 Kilometer Eiern kommt oder ob es auch aus 2 Kilometer Eiern kommt. Dass es vielleicht wieder spezielle Event-Eier gibt, wie bei anderen Events. Dass ihr also gar keine 7er braucht. Leider Gottes braucht ihr aber 7er. Das sehen wir uns aber gleich noch an. Natürlich gibt es auch jetzt wilde Ohrdoch zu fangen, die aber angeblich recht selten sind. Das könnt ihr mit Palimpalim gleichsetzen, da ihr eben auch vermehrt Sternenstaub dafür bekommt, das meiner Meinung nach auch keine Entwicklung hat. Ich kenne mich auch nicht aus, wie auch immer. Ihr werdet mich schon korrigieren. Dann habt ihr natürlich hier dieses komische Marmolita, was auch einfach nur ein einzelnes Pokémon ist, ohne Entwicklung, ohne alles, was ihr aber auch aus einer Quest bekommen könnt. Das könnt ihr auch fangen, dass die zwei neuen also, die uns jetzt erwarten. Der ganze 7 Kilometer Eierpool wurde wieder überarbeitet. Ihr seht, ihr könnt Ordoch und Marmolida auch aus 7 Kilometer Eiern brüten. Natürlich Schlurp könnt ihr brüten. Das bringt euch jetzt zwar noch nichts. Erst dann ab Samstag kann es dann auch schillernd sein, wenn es aus Eiern kommt. Also theoretisch muss man auch beim Raid Day gar nicht so viel Gas geben, weil es ja auch ein rosanes Pokémon ist und ihr seht, alles was aus 7 Kilometer Eiern kommt, ist jetzt einfach rosa. Alles andere ist raus, hoffe ich, dass es wirklich nur die gibt. Schlurp, Porygon, Pi, Fluffeluff, Rabautz, Kusilla, Libiscus, Vonera. Und ihr wisst natürlich, Pi, Fluffeluff, Kusilla, Libiscus gibt es ja schon als Shiny die ganze Zeit. Vonera eben jetzt eingeführt als Shiny und Schlurp dann auch als Shiny, sobald der Schlurp Raid Day zu Ende ist. Steht natürlich auch nochmal hier alles dabei. Also nur rote Pokémon diesmal. Ihr müsst weiterhin 7 Kilometer Eier brüten, Geschenke annehmen. Habt dann wieder dieses Limit drin, was ich persönlich schade finde. Ich fände es eben viel geiler, wenn ihr einfach an den Stop geht. Ihr dreht euch 9 Eier, habt vielleicht dann 9 Zweier Eier, weil sie das wieder als Event Eier machen. Ihr brütet die einfach weg. Ihr holt euch die nächste Ladung, die nächste Ladung, die nächste Ladung. Und ihr könnt einfach so viel brüten, wie ihr möchtet. So viel Brutmaschinen kaufen, wie ihr möchtet. So viel Geld reincashen, wie ihr möchtet. Und der Yantic einen dicken Umsatz bescheren. Aber sie bremsen euch da schon ein bisschen aus, finde ich, wenn sie das eben so machen, dass ihr nur 20 Geschenke öffnen könnt und da vielleicht gerade mal 8 Eier drin habt. Und dann war's das. Dann müsst ihr auf den nächsten Tag warten. Und dafür habt ihr dann also nur 3 Tage Zeit. Aber selbst nach dem Event gibt es ja trotzdem Vonera weiterhin als Shiny aus Eiern, nur vielleicht dann nicht mehr so häufiger. Genauso wie eben Riolu gibt es ja weiterhin auch, kann man ja weiterhin auch brüten. Und irgendwann kriegt man ja sowieso alles, also sollte man sich gar nicht so den Stress machen, so wie ich immer. Ne? Dann gibt es natürlich noch die Feldforschungen, da gibt es auch ganz besondere Entwickler, einen Hopspross, da gibt es ein Kikugi als Belohnung, 407 WP hat das 100er, steht dabei, brütet 3 Eier aus, also Kikugi damals eigentlich auch sehr selten, gab es dann immer aus dem Moos-Modul.
Während des letzten Events, beim Sino-Event, ist das aber auch sehr häufig, bei mir zumindest, aus den 7er Eiern geschlüpft. Ich habe da eigentlich keinen Bedarf mehr. Entwickeln kann man es sozusagen ja auch nicht. Also man kann es entwickeln, aber man empfängt, man fängt die Entwicklung ja häufiger, als man das Kikugi selber bekommt. Wer entwickelt das? Verstehe ich nicht, würde keiner machen. Brüte drei Eier aus, gibt also Schlurp. Fang das lieber wild oder brütet das lieber aus. Ihr brütet drei Schlurps aus Eiern, um einen Schlurp aus der Quest zu bekommen. So könnt ihr das natürlich auch machen. Besiege drei Team Go Rocket Rübel, gibt Chanera, was dann eben auch shiny sein kann. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube nämlich nicht, dass Chanera so erhöht ist in der Wildnis und ihr deshalb die Möglichkeit mit den Aufgaben in Betracht ziehen müsstet, um vielleicht an einen Shiny zu bekommen. Um an einen Shiny zu bekommen. Beides funktioniert. Fange 5 Fleckmon oder Flurmel, gibt 1000 Staub. Das ist auf jeden Fall schön. Nebenbei, wenn ihr sowieso Pokémon fangen die ganze Zeit und nochmal 1000 extra kassiert, kann man gerne mitnehmen. Und fange 14 Libiskus, gibt den hässlichen Fisch, der mit Libiskus natürlich nichts zu tun hat. Dann ist nochmal eine Liste da, was nun wirklich alles wild auftauchen kann. Chanera, Pipi, Pixie, Vati, Hopspross, Pummeluff, Libiskus, Miltank, Porygon, Eneko, Fleckmon, Snubbull und Flurmel. Also, sie rechnen zwar damit, dass vielleicht das Pandir noch eingeführt wird, aber warum sollten sie nachträglich jetzt noch was da rein basteln? Finde ich komisch, denke ich mal nicht, dass das so wird. Oder dass es noch keine Berichte gibt, weil das Event ja noch nicht überall gestartet war und es noch keiner entdeckt hat. Aber sobald man einmal die Pandia-Quest findet und merkt, dass da die Nummer 7 rauskommt, hat man ja eigentlich schon den Beweis. Also ich denke mal, die werden so schlau gewesen sein, da wo das Event schon gestartet ist, dass die sich eine Pandia-Quest holen, lösen und dann sagen, das ist die 7 und nicht das mit dem Herz. Und dann ist es ja egal, ob bei uns es dann auch irgendwann freigeschalten ist, weil die werden ja dann nicht warten, bis es bei uns freigeschalten ist, das Event, um dann das Pandia auszuwechseln, wenn dann wäre es ja da auch schon direkt rausgekommen. Ich finde es auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Ich habe natürlich zwei Ziele. Erstmal Vonera brüden und dann Chanera bekommen. Entweder brauche ich drei Vonera oder ich brauche ein Vonera und zwei Chanera. Dann bin ich glücklich. Morgen ist der Schlurp Raid Day. Da hoffe ich, dass wir wieder eine richtig krasse Tour machen können. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und das ist natürlich auch ein richtig cooles Shiny, richtig cooles Pokémon. Die restlichen Tage dann gucken, was noch so geht. Auf was freut ihr euch am meisten? Was ist euer Liebling im Valentins-Event? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ihr seht, es geht wirklich Schlag auf Schlag. Das Event geht dann wieder bis Montagabend. Am Dienstag ist wieder dann diese, gehe ich mal von aus, dass Dienstag dann wieder diese Spotlight-Stunde ist. Mittwoch wieder die Raid-Stunde. Dann Donnerstag wieder der Mystery-Bonus. Und Freitag geht dann schon wieder das nächste los oder so. Also das ist so ein Pamphlet an Events und an allen anderen Sachen, beziehungsweise ist nächste Woche dann der Community Day, da geht Freitag also gar nichts los, aber der Pokémon Day kommt auch noch und Februar, so krass war es glaube ich noch nie. Pokémon wird immer extremer, immer intensiver. Mittlerweile gibt es ja jetzt auch dieses Pokémon Home. Für mich aber komplett uninteressant. Wenn ihr das nutzt, schreibt es auch mal in die Kommentare. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out. Vorhaut. Ich glaube, morgen brüte ich kurz Eier. Und am Sonntag kommt dann die Folge, wie der Raid Day mit Schlurp verlaufen ist. Das ist, glaube ich, eine gute Aufteilung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.